ist mein Traktor? Was? Wo ist mein Traktor? Welcher Traktor? Der Fendt. Oh. Da ist aus Versehen was passiert. Was ist da passiert? Der ist kaputt gegangen. Den muss man verschrotten. Der ist nicht kaputt gegangen. Im LS kann das nicht kaputt gehen. Doch, der war auf 0%. Ach. Konnte man das nicht mehr reparieren? Nee. LOL. So, herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge Hof Bergmann. Tegerfang hat sich schon aufgeregt. Ich glaube, der hat die letzten Folgen nicht angeschaut. Nee. Okay, ich habe deinen Trecker verkauft. Warum? Wirklich wegen dem Reparaturproblem? Nein. Warte. Du darfst folgendes machen. Warte. Ich guck mal gerade nee. Was? Warum? Ich habe was Besseres für dich. Was hast du Besseres für mich? Besseres als ein Fendt 800 gibt's nicht für mich. 939? Na gut. Der Nochmal? Der ist gut. Okay. Auch noch. Also, ich fahr mal kurz zum Viehhändler und du kannst den Drescher aufräumen. Wenn ich beim Viehhändler war, dann kannst du dir einen neuen Trecker bestellen. Okay. Ja, wir müssen ein bisschen größer werden. Oh, du hast es mir nicht gesagt. Brauchst du ein Tempo? Nee, ich möchte ein langsameres, bitte. Ich möchte kein Tempo. Dann hole ich dir den Fiat. So war das nicht gemeint, wegen Tempotaschentücher. Alter, warum hast du so einen Hall drauf? Keine Ahnung. Heute ist dein Mikro doof. Aber wenn ich das jetzt, wenn du keinen Hall mehr haben willst, dann muss ich ja erstmal nicht arbeiten. Arbeiten musst du trotzdem, muss nur leise sein. Nein. Passt schon. Ich hoffe mal, dass es reicht. Wir kriegen 4.400 pro Liter. Pro 1.000. Schweinefutter. Jo. Ja. Kann natürlich sein, dass ich da, weil ich das jetzt lauter gestellt habe. Ja, extrem. Ein bisschen. So, also, ich verkaufe das Schweinefutter. Rauschunterdrückung und halt nachhalten. Das ja, wenn ich wüsste, wo das verkauft wird. Ja, der Bauer Ludwig ist auch schon da. Der was? Da steht noch ein Bauer, der läuft hier gerade bei den Tieren rum. Mhm. Wo verkaufe ich denn beim Viehhändler das Schweinefutter? Weiß ich nicht. Gut, ich auch nicht. Na, Aufnahme. Ist eigentlich, würde ich sagen, da drüben rein. Komisch. Ah ja. Ist es jetzt besser? Sprich mal länger. Und lauter. Hallo, Test. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Test. Ist okay. Ist es besser? Ja. Das ist doch super. So, ich habe sogar deinen Fendt, den 939, kalkuliert mit GPS. Danke. Da haut's dir vom Hocker, ne? Ja. Also, kannst du kaufen. Kohle ist da. Wir brauchen aber auch noch einen Tiefenlocker. Den 8-Meter-Dinger. Mhm. Weil das eine Feld muss gepflügt werden. Ja.
Der sieht auch schon echt schick aus. Ich weiß, dass mein Johnny gut aussieht. Ja, okay, der Fendt 939 sieht auch okay aus. Besser. Kannst du mal gucken, was der große Pflug kostet? 82.000. Müsste ich nochmal kurz verkaufen fahren, dann müsste es passen. Ach, hallo Mario. So viel haben wir nicht, warte mal. 1300 Weizen, das ist eigentlich gut. Ich mach kurz meine Tür zu. Jo. So, dann verkaufe ich das Weizen noch schnell, dann müsste es passen. So, liebe Freunde, schaut da gerne um 16 Uhr täglich rein. Da kommt das RP-Projekt von uns. Da spielen wir ja doch das Schwatzing. Willkommen zurück. Danke. Kannst mal gucken, was auf den Feldern gemacht werden muss. Jupp, das kann ich tun. So, eine muss auf jeden Fall gepflügt werden, das weiß ich noch. Also, das muss... Ja, hä? Nee, muss keins gepflügt werden. Nicht? Es muss nur gekalkt werden. Ah, Kalkstreuer steht hier. Und Kalk haben wir, also, glaube ich, auch noch. Das ist doch super. Aber warte, dann bring noch einen Förderband mit, einen Autoload. Ja, das kaufe ich dann eben. Sonst müssen wir das eine immer hin und her schieben. Das war auch im... Ich mach das immer auch in schwarz. Ja. Dann passt das. Ich verkaufe trotzdem mal den Weizen. Der hat ist 1300 Grad im Preis. Ja, mach das. Auf jeden Fall. Und Mais geht gerade auch auf 1000, über 1000 plus zu. Und hast du noch in der Zwischenzeit, wo ich nicht aufnehmen konnte, hast du da noch welche betrügt? Alter, du hast so einen krassen... Nee. Na? Ich habe letztes Mal abgeerntet. Also gestern, vorgestern. Ja. Und deinen Traktor verkauft. Ja. Und den Plan geschmiedet, dass wir uns einen größeren noch holen. Dann fahren wir mal den Weizen zur Reifeisen. Na, da ist einer glücklich, ja? Wie der drin saß, wie ein Honigkuchenpferd. So, dann Kalk. Wo soll ich das denn hinstellen? Hinten beim Silo. Da ist auch der Kalk. Und der Kalkstreuer. Ah, ja. Leck. Dann gucke ich gleich, was wir anpflanzen. Sollen wir schon nochmal Raps machen oder was anderes? Ja klar, Raps. Für Schweinefutter. Geld, Geld, Geld. Okay. Was hast du denn gedacht? Heus nicht. Ja. Und dann müssen wir den Mist noch hochfahren. Wieder zum... So ein Dings. Gewächshäuser. Mhm. Da habe ich das eine Autoload-Förderband schon hingestellt beim Mist. Ich hab's gesehen. Als ich durchgetappt bin und meinen Traktor gesucht habe. So. So, Schilder, die in eine Richtung weisen, sind nur Hinweisschilder, ja? Nicht vergessen. Mhm. Dann verkaufen wir den Weizen noch. Mein Kalkstreuer holen.
Hä? Der hier steht. Ich habe abgeladen, aber kein Geld gekriegt. Warum? Habe ich wieder auf die falsche Seite abgeladen? Nee, hä? Hey, ich habe den Weizen abgeladen, aber kein Geld gekriegt. Och nee. Uff. Jetzt sind die fehlgeschlagenen Missionen wieder da. Alter, solche. Toll. Hat sich ja gelohnt. Ja, total. Och, Menno. Ich dachte, wir hätten die abgezockt. Was haben wir denn noch gekauft? Noch Hafer war das, gell? Gekauft? Ja, geklaut. Achso, geklaut. Ja, Hafer haben wir geklaut. Kann man damit irgendwas produzieren? Ich glaube nicht. Bin mir aber nicht sicher. Weil sonst könnten wir probieren, ob wir vielleicht das in die Produktion einfüllen können und so der Eigentümer geändert wird. Mhm. Doch, warte mal, kann man da nicht Hühnerfutter draus machen oder so? Aus Weizen und Gerste, meines Wissens. Mit Hafer kannst du probieren, ja. Ja, wir lassen es mal noch drin liegen. Vergammelt ja nicht. Nee. Ansehen ist erstmal wichtiger. Und kalken. Jo. Kalkst du gleich beide? Wieso beide? Es muss doch nur vier gekalkt werden. Gegalkt. Das ärgert mich ein bisschen mit dem Weizen. Mhm. Wir sind selber schuld. Wir wollten den Dinger hier übers Ohr hauen. Jetzt hat der uns übers Ohr gehauen. Hier hat man nochmal den Punkt gesetzt. Nochmal. Welchen Punkt? Beim GPS. Ach, da fragst du mich was. Hab ich keine Ahnung. Das weiß ich. So, Saatgut und Dünger haben wir aber produziert, gell? Ja. Ich habe es einfach übers Menü gemacht. Oh. Schien mir am einfachsten. Hä? Warte mal. Das muss ich jetzt gucken. Alt links E, hä? Das war doch. Hm? Alt links E. Ach, hier war. H34O. Ah. Nein, Alt links und E sollte es normalerweise sein, wenn man den ersten Punkt setzen möchte. Aber es hat bei mir nicht funktioniert. Ich bin gerade am Überlegen. Ob ich schlau bin, da hast du recht, ja. Ne, haben wir noch irgendwo Saatgut? Weil so viel haben wir gar nicht. Ich glaube, nein. Nee, hier ist leer. So viel haben wir gar nicht mehr. Stehen nur noch 3-4 Big Packs rum. Na, es reicht doch erstmal. Ja, ich meine nur. Vielleicht kann man dafür den Hafer benutzen. Musst du, wie gesagt, ausprobieren. Das werden dich tun. Das hoffe ich für dich. So, Dele, ich bin da. Hallo. So, dann setze ich mal an hier. Haben wir noch Kredit? Ja, 280.000. Bleib mal am Ende der Reihe stehen. Gut. Steig mal aus. So, liebe Freunde, weil das war's schon wieder von der heutigen Folge.
Hofbergmann mit dem Tiger fahren. Hallo. Der sich freuen durfte. Nee, nicht hallo, tschüss. Ach. Falscher Text. Jo, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und bis morgen. Ciao. Am besten alles, wie immer. Tschüss. Ciao.